Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hofnormann auf der Hofbergmann. Zusammen mit der Astra, dem Toledo, dem Micha und dem Paul, ein wunderschön. Hallo. Hallo. Ja. Komm, Finn, du schaffst die Wiese hier hoch. Komm. Jetzt beschwer dich nicht über den Finn. Der hat weniger PS wie der Johnny. Ja, hat aber dafür bessere PS als der Johnny. Ist das so, dass der weniger PS hat? Was hat denn der? 105. Okay. Meiner hat, was hat meiner? Kann ich dir gleich sagen. Obwohl, gar hat nur 4 PS. 4 weniger. PS, ne? Also das ist jetzt. Ich dachte, ich hätte 100. Ich hätte 714, aber. Okay, aber meiner ist auch. Halb im Pop ist drin, ne? Haben wir den nicht repariert? Nee. Schade aber auch. Mann, ich bin ja quasi beim Händler. Ich könnte eben kurz rüber juckeln. Ja, ich könnte auch mal kurz über dich rüber juckeln, wenn du jetzt noch die letzte Kohle ausgeben willst. Also. Weiß ich nicht. Ja, also. Brauchst du doch eh nicht über mich rüber zu juckeln. Nee, lieber nicht. Im Januar wird es den Maximalpreis für Silage geben. Das müssen wir im Auge behalten. So, es gibt jetzt aber im Januar gibt es auch den Maximalpreis für Weizen. Ebenfalls für Gerste. Im Dezember gibt es den Maximalpreis für Raps. Sorghumhirse ist ebenfalls im Januar. Alter, irgendein armes Schwein muss im Januar arbeiten ohne Ende. Verkaufen. Ja, der Preis ist auch gerade. Shit. Richtige Gülle. Also, wir können gerade noch nichts verkaufen. Ich dachte, wir hätten schon was, aber. Wo soll das Gras hin von der Wiese? In die Fermenter. In die Fermenter, wir brauchen dringend fermentiertes Zeug. Okay. Wobei wir dann gucken müssen, dass wir den Fermenter zwischendurch leer fahren. Unser Wasser ist übrigens leer am Beet. Weil der Fermenter hat 145.000 Liter von 300.000 drin. Das heißt, es passen noch 155 rein. Aber wir haben auch noch 60.000 Liter Häckselgut im Fermenter, die nur darauf warten, mit Fixferm fermentiert zu werden. Arbeite dran. Ja, ich meinte das gar nicht, sondern ich meinte, vielleicht müssen wir 2-3 Anhänger noch rausfahren, um Platz zu haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gras von der Wiese kommt. Das müsste auch ein bisschen was sein. Das war eigentlich mein Ansehen. Kauf mal bitte noch 2 Behälter. Noch 2? Ja, dann haben wir 3 drin, 3 Reserve. Dann haben wir doppelte Füllung. Ja. Wenn du die alle drauf bekommst, dankeschön. Aber es ist solide. Also guter Gedanke. Tatsächlich mache ich Stapler lieber als Frontlader. Okay, ja, dann passt doch. Dann ist ja alles cool. Geht auch, wie gesagt, dieses Fixfam geht halt richtig schnell leer, ne? 200.000 Liter, dann sind so diese 6.000 Liter Fixfam schon weg. Also hätten wir jetzt Material für 400.000 Liter Silage, das ist okay. Damit sollten wir auf jeden Fall das Material, was jetzt noch im Fermenter ist, plus die Wiese dann abfrühstücken können. Mist. Ich hätte doch den Spanngurt an dem einen Behälter schon festmachen sollen. Hast du irgendwie zufällig was verloren? Einen Behälter habe ich jetzt verloren. Von 4, die jetzt draufstehen. Ja, alles gut.
So, 75% habe ich. Ich bräuchte. Okay, ist noch an. Was ist noch an? Aktimel. Aktimel ist noch an? Okay. Und ich arbeite hier mit dem Stapler mich zu Tode. Macht auch mal Spaß, aber mal. Ja, so oft müssen wir es ja nicht machen. Eben. Ah, Michael. Was? Nix. Ich wollte einfach nur mal ach, Michael sagen. Ja. Ah! Vorwärts! Still, Jungs, was los? Ich konzentriere mich. Ja, ich bin auch konzentriert gerade, weil ich versuche gerade Milch. Achso, geht ja gar nicht. Das ist ja gegen welche Strecke. Mein Handy sagt was? Mir gerade, wir haben Aufnahme in einer halben Stunde. Ach nee, gar nicht. Cool. 10 Minuten. Ja, gut, gut, dass mich mein Handy daran immer erinnert. Schon mal nach unseren eigenen Flächen eigentlich geguckt von euch? Ich muss gestehen, ich nicht, weil ich seit quasi Tagesbeginn hier auf der Fläche unterwegs bin. Noch nicht, aber wir wollten ja heute auf jeden Fall die letzte fehlende Fläche wieder ansehen. Ja, hätte ja sein können, dass die anderen schon irgendwie... Okay. Ich bin Micromanagement am Machen. Ja, das ist gut. Oh, wir haben ein Problem. Feld 5 und 6 sind nämlich schon reif. Krass, okay, das heißt, die können wir schon runterholen. Den Raps. Kann ich gerne machen, wenn ich hier fertig bin. Ist für mich fein. Ja, alles gut. Ich komme jetzt mit dem Fixfern zurück. Also hier wird es 88% hier runter. Ich habe ein paar Bahnen vor mir und da muss ich noch ein bisschen... Welches Feld muss denn noch bestellt werden? Das war die 26, ne? Ja. Rolle wird hier nicht angenommen. Nur mal so in den Raum gefragt, ne? Können wir die 26 gegen ein anderes Feld vielleicht tauschen? Ja. Ja, das Problem ist, wir haben gerade nicht so viel Geld, um irgendwie was anderes zu kaufen, ne? Das stimmt wohl. Au, 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 au. Etwas kopflastig, der Trailer jetzt. 134.000 Euro, so, lass mich mal ganz kurz gucken, 60, naja, kriegen wir nicht hin. Wir müssen es ja jetzt nicht jetzt sofort machen, dann machen wir es halt, wenn wir die Kohle dafür haben, dann lassen wir es jetzt aber brach liegen, würde ich sagen, oder? Ja, das Problem ist, wann haben wir die Kohle dafür? Das ist gerade meine Überlegung. Warum willst du Feld 40 loswerden? Feld 6, achso, ja, Parzelle 40. Das ist so relativ klein. Und ich hatte überlegt, ob man vielleicht eine Nummer größer daraus machen kann. Also mal ganzes Feld, Parzelle 16 kaufen. Parzelle 16, warte.
Wo siehst du denn die? Wo ist der Fermenter? Das ist Feld 11. Der war drüben auf der anderen Seite, ne? Ach, siehst du, Entschuldigung, die habe ich übersehen. Ja. Aber dann haben wir halt fast kein Geld mehr, weil das, was du vom Feld kriegst, plus das, was wir haben, können wir uns das leisten. Ja. Was ist denn? Das ist zu teuer. Shit. Weil das ist schön gerade, das Feld, und liegt direkt bei unserem Hof. Tatsächlich würde ich nicht mal darauf achten, dass es am Hof liegt. Ich habe gerade überlegt, ob man vielleicht Richtung Wiese 25 geht, also neben dem Feld 35. Aber das kostet da auch 146.000. Ist natürlich auch ein Problem, weil deutlich zu teuer. Könnt es auch erst noch einmal bestellen, wer es ist, ne? War einfach nur eine Idee, weil es relativ klein ist, relativ weit weg, und ob man es abstoßen kann gegen vielleicht eine Nummer größer, um einfach auch noch eine Flächenerweiterung oder die erste Flächenerweiterung mal anzugehen. Wie gesagt, war nur eine Überlegung. Was ist denn gegenüber der 9? Ist das eine Wiese? Da muss ich gleich mal ganz kurz hin. Moment. Gegenüber der 9. Was ist denn gegenüber der 9? Ach, du meinst hier oben die Fläche, die keine Nummer hat? Ja, yeah, genau, die Fläche, die kein... Zelle 26. Ja, ich glaube, 26 kommt hin. Shit. Aber ich... Na! So. Ich muss mir jetzt mal die Karte aufmachen. Ich glaube, das ist ein Tierstall. Oder eine Baufläche. Nee, da, hier steht, es ist umzäunt, und hier steht auch in der Mitte ein Druck. Achso, dann müsst ihr irgendwo ein Tier. Achso, das siehst du ja nicht, wenn du da bist. Siehst du nicht? Hier sind die Dinge. Ja, es ist eine Tierweide auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht für was, aber okay, dann fällt die Fläche auf jeden Fall gerade mal weg. Okay. Nee, dann bestellen wir sie einfach nochmal. Dann ist dem so. Wie gesagt, stört ja nicht. Wir können es ja immer noch später durchtauschen. So, 28 ist fertig. Ich habe nochmal Feld 2 angenommen. Unten am Hof. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass wir nicht den ganzen Tag wieder beschäftigt sind. Das heißt, ich fahre einmal den Johnny samt Grubber runter, würde dann in den Mähdrescher umsteigen, schon einmal unsere eigenen Flächen anfangen, und dann können wir später, oder einer von euch, je nachdem, wer auch immer möchte, kann dann noch einmal Feld 2 grubbern. Das bringt auch nochmal 3.000 Euro. Nicht viel, aber mühsam ändert sich das Eichhörnchen. 0 Euro Umweltbonus, na, das ist aber mal eine Menge. Das ist ja geil. Was denn? Weil diese Fixfern Big Bags auf oder Container auf dem Boden stehen. Ja.
Dann werden die nicht von dem Ding angenommen. Muss er in der Luft halten. Okay. Ja, die Träger sind so angelegt, dass die Dinger verladen sind. Gerade wo ich mit dem Anhänger durchgefahren bin. War das auch nicht angenommen. Vielleicht war der Anhänger zu hoch, dass er nur einen relativ schmalen Bereich hat. Zum Beispiel mit diesem kleinen Palettenzumse, den wir am Hof haben oder so. Hey, funktioniert. Einen hat er jetzt angenommen und leer gemacht. Ja. Oder auch nicht. Er hat, glaube ich, zwei leer geleert. Also 6000 Liter passen rein. Das heißt, er kann drei Stück reinpacken. Und er hat auch 6000 Liter drin, Toledo. Ja. Ich lass den mal. Wir stehen den Anhänger und fahren meinen Traktor weg. Yep. Dann kann eigentlich mal jemand den Fermenter einschalten, eben kurz. Ja, ist. Oh, shit. Wurde gefettfingert und den Gruber versehentlich stehen gelassen. Gut, Gentlemen, ich würde aber sagen, wir sind für den Moment fertig. Das heißt, Ziel erreicht, Fermenter fermentiert und dann bin ich jetzt in den Drescher eingestiegen. An dieser Stelle, liebe Leute, wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.